hätte vielleicht meinen Rucksack richtig zubinden sollen. Verdammt. Einmal hier, einmal da und weiter. Servus. Gut, wenn man die Strecke nicht kennt. Alter. Okay. Und meine Hose rutscht. Wow! Kann es sein, dass ich falsch abgebogen bin? Das siehst doch geradeaus. Da oben war ein schönes steiles Stück. Für dich ist doch alles flowig. Ja, wie war das heute? Ich lasse es heute wieder langsam angehen, weil keine Schoner. Oh. Puh. Da kam auch rechts was. Oh. Alter. Irgendwie habe ich die Kurve verkackt. Aber da kam auch noch was von rechts, ne? Das habe ich jetzt, aua! Der habe ich erwischt! Ah. Au! Wow.
Ja, wie war das mal mit F auf Kemcha? Kurve fahre. Ja. Yep. Ah, fuck. Ich hab Staub in der Fresse. Und da hinten runter war das mit den Stufen. Ups. Sitting downhill. Wow. Ja, schön flowig. Ah, wo wir mal reintreten, sonst fährt er noch weg. Okay, er fährt mir weg. Whoop. Ah, ich habe einen Windzug am linken Auge. Scheiß Kontaktlinse. Was ist mit dem linken Auge? Windzug wieder drin gehabt im linken Auge. Deswegen rutscht die Kontaktlinse. Was ist denn das für ein Face? Stand bestimmt mal was dabei, ne? Au! Alter, das ist ein schöner Trail. Oh, mein Ketsche glimmert. Alter, so ein Wald liebe ich von der Optik.
Entscheidung erwartet. Oh, Wasser! Genau. Wasser. Neuer unbekannter Trail, der dritte, vierte. Ach, das ist schon der nächste Forstweg. Oh, das war ja harmlos. Doch noch weiter. Weil das Unne ist halt doch recht. Gut, von Unne. Von Unne und oben sind immer zwei Paar Schuhe. Ja, von oben sieht es meistens noch schlimmer aus. Aber ich glaube, zum Untergrund hätte ich dann lieber das Trailbike, wo leichter ist, wie das Waldmoped da. Okay, da fängt es schon direkt an. Aber? Das wäre definitiv für mich Überwindung, weil jetzt ohne Schoner, nein. Nee, das will da hätte ich, dann will ich Knieschoner, Armschoner, Protektorenweste, definitiv. Weil ich kenne mich. Andere Hinterreife bei mir. Und vor allem ein leichteres Rad, das will ich nicht mit dem Waldmoped probieren, das ist mir zu schwer. Nee, weil hier kommt schon da kann ich auf dem Gelände kann ich da noch nicht genügend Druck auf das Rad auf ausüben. Das macht mit mir aber dann, was es will. Ich glaube, Aaron wird es gefallen. Aaron wird es gefallen, definitiv. Na gut, wenn die Kurve kriegst, wenn dann durch das Stückchen runter nicht zu. Na ja, gut, du kannst ja hier so abcutten, das wäre auch eine Möglichkeit. Da kannst du ganz gemütlich. Aber das wär dann nicht der Sinn von der Strecke. Nee, wär's nicht, aber. Ah, jetzt habe ich ja Bock wieder zu bauen, ne? Gerade. So richtig, jetzt juckt es brutal schon der Finger. Gehen wir mal mit. Bleiben wir. Da würde ich sagen, bleiben wir oben. Naja, fahren wir Vorspiel oben weiter. Das war Shenny Wurzel, ey. Das hat einen Schlag gewesen. Aber scheiße zu fahren. Ja, ich merke was am linken Knie. Das gefällt mir gerade nicht so ganz. Aber egal. Noch geht's. Ich werde jetzt nicht links auf Ahnen drauf fangen noch. Gut, aber hier sieht es ein bisschen jetzt los aus. Oh, da war mal eine Treppe. Hui. Ist ja alles fast eben. Wow, das Gefälle ist hier fast so stark. Also so schwach, damit die Vibration einem mehr bremsen, wie das Gefälle beschleunigt. Okay, jetzt wird es schon wieder besser. Oh, warum schon Geländer? Ja, muss später mal ein Video gucken, was man da sieht. Oha, was sind das für Felsen? Uah.
Donner schon wieder Wort. Oh, aber so langsam gehen meine Beine auch wieder kaputt. Ich muss die Beine mehr trainieren, ich muss die Beine mehr trainieren. Keine Kraft mehr in den Beinen. Das nächste Mal wieder mehr Hardtail fahren, damit die Beine wieder ein bisschen mehr Bums kriegen. Upp. Was waren das zwischendrin für Treppen? Das ist das wohl gemeint, wo es dann links runter geht und dann kommt schon hier auf. Ja, da war ja irgendwas gewesen, keine Ahnung, das war. Zeigefinger, die Sau! Oh, scheiß Kontaktlinsen! Und mir rutscht meine Hose, weil mein Arsch zu klein geworden ist. Boah. Aua, der ging ins Auge. Ah. Wow. Haha, ich fahr auf dem Trail, aber du nicht. Sag das nicht. Ah, fuck. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, damit ich Schläuche drin hab und kein Tubeless fahre und Dornen scheiße sind? Ei! Ja, das Forstweg ist, glaube ich, eine weiße Entscheidung. Immer geradeaus, immer geradeaus, dann vorne. Links rum. Ja, verkehrst du gerade außen dann. Ja, verkehrst du gerade außen und dann entweder rechts rum oder links rum, je nachdem. Dann kommen wir da an die Straße und dann die Straße noch und dann kommen wir direkt am Bahnhof raus. Ja.